Galiba çöplüğün, daha doğrusu deponyanın girişindeyiz. Şu aşağı doğru gidebilir miyiz? Hayır. Boğa, mekanik bir boğa var. Şuna bir bakalım. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Şu Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Evet, şu duyuru Toro panosunda var. sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest. Sen miydin? Demek yakmış o. Başka. Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Oh. Jorge hat ein junges Kalb abzugeben. Zum Glück war er schon immer etwas kurzsichtig. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Adama bak. Raketle galiba köpeği bir yere fırlatmış ya. Test denemesi yapmıştır kesinlikle. Şimdi neyse, burada anlaşılan bir şey yok. Şurada bir eski araba var. Kapağı açabiliyor muyuz? Hayır. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Evet, içeriden açılabilir. Hemen kamyonun kapısını açmaya çalışalım. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Evet, kilidi çalıştırıyorum. Demek ki bunun için bir anahtar bulmamız gerekiyor. Önce bu bakalım. Puh, das könnte alles heißen. Evet, ön camda bir şey yazıyorum ama okunmuyor kirli olduğu için. Neyse, bir... Evet, burada yapacak başka bir şey yok. Köyün içine, merkezine doğru gidelim. Nelerimiz var burada bir bakalım. Arka sokak, bir gidelim buraya. Evet, Hanek. Konuşan bununla. Hallo Hanek. Ach, hier, Rufus. Rufus, Genau. ja. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Aşağıda tam olarak ne Was treibt ihr yapıyorsunuz? da unten eigentlich? Na was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Aha, anahtarlar. Evet, belki de o adam da vardır. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Rufus diyelim. Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Evet, boş ver Vergiss diyelim. es. Schon geschehen. Noch was? Ha. Ist das da Papağanı bir drüben soralım. dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papagei besorgen. Verstehe. Tabii ja. Bis Sonra bald. görüşürüz. Neyse. Rufus. Rufus. Genau. Ja. Neyse, şu papağana bir bakalım. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu Bunu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Alabiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz daha doğrusu? Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Anladınız mı arkadaşlar? Ha. Anlaşılan bunun eşi bunu anlatıyor.
Nächste Stelle durch. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuwak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Ja, dann wenn man ja schon, ja. Ah, Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Anlaşılan adamdan hiç kimsenin bir beklentisi yok ve yani abuk sabuk biri. Aa, şurada bir dart oku varmış, alalım. Kesin lazım olacak. Oynayabiliyor muyuz? Hayır, paneli seçemiyoruz. Burada Game Boy gibi bir şey var. Tabela. Flöre, das einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Ya. Şu ne? Başka bir şey alabiliyor muyuz buradan? Kırmızı Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Burada hiçbir şey yapamıyoruz. Tekrar adamla konuşalım. Du, Lonzo. Ja. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Ja, gestern. Verdammt. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Mecker, mecker, mecker. Zeta, Hader, Zank, Keif. Ach ja, ich bin schon lässig. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Was auch immer. Neyse, dann buradan başka bir şey alamıyoruz. Şu ne ya? Evet, şimdi burada yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Dışarı çıkalım. Tony'nin dükkanıymış. Oraya bir gelelim. Sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ach, sieh an, wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel, der Meister der Schwerkraft, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen
Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Neyse gidelim buradan ya. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Şimdi neler varmış? Kanca alabilir miyiz? Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Anlaşılan kuponları alabilir miyiz? Hayır. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Ein Atmen... Gerçi çıldırtan kişi de hemen yanında ya. Hani hangisini acım? Ötücü. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Neyse. Bakalım başka nereye gidebiliriz. Belediye binasına gidelim. Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Ja, der Versuch, aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ich dachte, warum schon nicht gegessen? Neyse, numaramızı alalım. Nummer 66, fast schon meine Glückszahl. Bir saniye, şurada mıknatıslar var. Hemen alalım şunları. Tamam.